Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade im wunderschönen Füssen auf dem Schwebeweg mitten im Wald und neben mir sitzt Jasmin und Kai. Und ja, stellt euch mal vor, wer seid ihr? Was macht ihr so? Also mein Name ist Sarah Jasmin-Lampe. Und gerade sind wir hier in Füssen, weil Luca auch am Wochenende mit dabei war bei unserem mega geilen Yoga-Event, Labras Bandha Meets Yoga. Und das ist so einer der Dinge, die wir tun, sehr schöne Events zu kreieren, meistens mit Yoga-Kontext, Nachhaltigkeit, Selbsterfahrung und ja. Yoga unterrichten tun wir natürlich auch noch. Was mache ich noch? Alles, so viele verrückte Projekte, da kann man manchmal schon den Überblick verlieren. Festivals planen, Workshops geben, kreative Events. Mein Name ist Kai Treude, ich mache eigentlich fast dasselbe. Die meisten verrückten Projekte machen wir gemeinsam. Mir fällt gerade kein einziges ein, was ich absolut ohne diese zauberhafte junge Dame neben mir mache. Ja, das stimmt. Und wir leben noch zusammen, was in einer Partnerschaft mit Arbeit und Leben zusammen wirklich tolle Herausforderungen und Lernaufgaben bietet. Es ist immer einfach. Ja. Luca ist Zeuge. Süß, schön. Ja, ihr habt es ja schon so ein bisschen angesprochen. So die, ihr macht viel im Yoga-Bereich. Und die Events, die ihr macht, sind jetzt nicht unbedingt so die konformsten so aus in der Yoga-Szene. Wie kam es dazu, dass ihr quasi sehr innovative Konzepte mit einem eigentlich sehr traditionalistischen Bewegungssport wie Yoga zusammenmischt? Ihr kommt ja auch eigentlich eher aus einer sehr traditionellen Linie so mit der Yoga-Geschichte. Wie kam es dazu, dass ihr jetzt so verrückte Dinge macht, wie jetzt am Wochenende mit Labras Bandha meets Yoga und solche Dinge? Also für mich war Yoga eigentlich, und auch nicht eigentlich, schon immer im Wortsinne Einheit. Und halt nicht nur als so ein philosophisch-esoterisches Konzept, sondern halt wirklich. Also war, glaube ich, meine Sicht auf Yoga schon immer vielleicht anders als bei manch einem anderen. Und dann hat sich das eigentlich zuerst mit dem Experience Festival verdeutlicht, was ja bei Yoga Vidya war, da hast du das schon angesprochen, sehr klassische Linie, Shivananda-Tradition, gelb-weiß angezogen unterrichten, Ashram, Rituale machen und sowas als Konzept. Und wir haben halt gesagt, hey, das ist eine Richtung, eine andere Richtung ist dann halt auch die Gesellschaft und vielleicht gibt es noch einen dritten Weg, das was einfach die Sachen zusammenbringt. Und haben dann halt wirklich tanzbare Sachen, Elektronik zum Tanzen, elektronische Musik, verschiedene Workshops, Schamanismus, Yoga zusammengemischt zu einer Einheitsmelange. Und ich würde sagen, wir begreifen das als Yoga. Ja, also auch wenn ich 6 Jahre in einem Ashram gewohnt habe und dort viele Projekte gemacht habe, bin ich nicht wirklich traditionsgebunden. Also ich bin auch aufgewachsen, sehr konzeptfrei, sehr offen. Mein Vater ist ja auch aus dem Iran, habe viele Kulturen kennengelernt, bin viel gereist und ich habe Yoga gemacht als Jugendliche, da wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Yoga ist. Habe Mantra-Musik gehört, da wusste ich gar nicht, dass das Mantren sind. Also das kam so total natürlich und auch meine Zeit bei Yoga Vidya war jetzt nicht geprägt durch Rituale und feste Strukturen. Ich habe das alles ausprobiert, habe das alles erfahren und habe für mich festgestellt, ich möchte die Leute dort abholen, wo sie halt sind. Und schauen, okay, was tut denen gut ohne Komfortzone. Und auch Traditionen können eine große Komfortzone bilden. Und das möchte ich immer wieder hinterfragen. Also dieses sich selbst zu hinterfragen, zu jeder Zeit, das ist für mich so ziemlich das Wichtigste für den Alltag einfach. Schön. Ja, und wir sind ja jetzt hier auch in wundervollen Füssen, wo ihr jetzt gelandet seid und lebt. Und ihr habt ja was ziemlich Einzigartiges gemacht dieses Jahr. Ihr habt das oben am See durchgezogen, trotz Corona, und habt gesagt, so hey, Corona ist zwar da so und wir halten uns an die ganzen Vorschriften und Maßnahmen so und trotzdem setzen wir ein Festival um. Wie kam es dazu und wie war das so für euch in dieser besonderen Zeit, jetzt quasi sowas wie ein Yoga-Festival-Event zu organisieren? Das war ziemlich cool.
weil wir haben ein super tolles Team, ja. Also wir haben noch die Niki Stefanos an unserer Seite und den Manfred Hertlein. Und wir sind sozusagen ein Viererteam und wir sind alle so, ey, wir wollen das machen. So aus dem Herzen heraus. Wir wollen den Menschen etwas bieten, auch mit allen Vorschriften, Maßnahmen, und haben da einfach uns sehr viel Mühe gegeben und es hat auch funktioniert. Ich meine, wir haben es jetzt nicht im vollen Rahmen durchgezogen, 3 Tage, sondern dafür halt nur 1 Tag. Aber eben dieses Zusammenkommen der Menschen, das war uns einfach wichtig. Und das war auch einfach eine Fügung, dass wir gefragt wurden, ob wir bei diesem Event mit in der Organisation sein wollen. Und da wussten die beiden anderen noch gar nicht, dass wir nach Füssen ziehen. Und dann war so, ja, es ist in Füssen, wir ziehen nach Füssen, ja okay, das ist einfach, das soll so sein. Das ist so meine Sicht. Also uns war halt auch wichtig zu gucken, was sind denn real die Auflagen? Nicht nur, okay, Angst hier, Angst da, immer Abstand, sondern wir sind ja auch Menschen, wir leben ja auch. Und dann zu gucken, wo ist auch die Balance zwischen den Regelungen und sich trotzdem begegnen. Mhm. Und dann war die reale Umsetzung tatsächlich, du hast ja schon gesagt, dann nur 1 Tag. Statt 500 Leute waren dann 130 zugelassen in Bayern. Und trotzdem war das so ein prägendes Erlebnis zu sehen, dass es eben doch geht. Also es gibt ja viele Leute auch in meinem Bekanntenkreis, die beschweren sich sehr viel über die Maßnahmen. Die kann man sicherlich auch in Frage stellen. Aber das war nicht unser Ziel, sondern unser Ziel war zu gucken, wo können wir einfach zusammen lebendig sein. Mhm. Und das ist natürlich beim Yoga toll, das hatten wir beim Labras Banda Meets Yoga auch, dass natürlich Yogamatten eine gewisse Quadratmeteranzahl haben. Und man kann einfach sagen, bleibt auf der Yogamatte und hat automatisch einen gewissen großen Anteil der Corona-Maßnahmen erfüllt. Mhm. Und wenn man dann noch mit Frischluft arbeitet und mit einer guten Zeit, kann man eben zusammen sowas zelebrieren. Und das werden wir auch weitermachen, auch wenn wir optimistisch sagen, ach, das Ganze ist bestimmt bald auch wieder relativiert nach diesem Winter und draußen Events sind bestimmt wieder möglich. Muss man natürlich als Organisator, die wir auch sind, davon ausgehen, dass es vielleicht alternative Konzepte braucht. Und da haben wir auch ein ganzes Sammelsurium. Also es wird sicherlich hier im Allgäu und woanders noch sehr bunt mit uns. Ja, das ist ja auch so schön. Ihr geht ja, oder ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst ausgesucht habt. Ich denke wahrscheinlich schon. Ihr geht ja einen sehr unkonventionellen und sehr, eigentlich einen Pioniersweg. So, und sucht euch ja auch ein bisschen so die schweren Aufgaben. So, gestern war ich ja bei dir in einer wunderschönen Yin-Yoga-Stunde und du meinst, ja, Yin-Yoga, das konntest du dir eigentlich gar nicht vorstellen, nee, zu geben. So. Für was macht und man Yin-Yoga? War es voll schön und du warst ja lange Zeit bekannt für hier der große vegane Spreader so und jetzt hast du dich eher von diesem veganen Dogma-Gedanken eher gelöst, aber fangst jetzt an, ein veganes Kochbuch zu schreiben. So. Stimmt. Und das sind ja eher jetzt so die nicht leichteren Wege. Sind es Entscheidungen, die ihr bewusst wählt, oder? Also ich glaube, es kommt durch das Authentischsein. Mhm. Also wie wir arbeiten, auch jetzt in Partnerschaft oder im Leben, ist einfach, wir gucken, was ist für uns authentisch. Und wenn wir da reinspüren, dann ist es halt auch mal jeden Tag was anderes. Und dann ist vielleicht eine Wahrheit 8 Jahre lang gut, wie bei mir jetzt mit diesem vegane Kochausbildung, dieses 100%ige pflanzliche Leben, das auch zu kultivieren, Menschen weiterzubringen. Und dann auch zu gucken, okay, wo ist ein Konzept, aber ein Core-Set? Mhm. Ja, das heißt, weil es halt doch öfters, wenn wir Menschen eine Wahrheit sehr lange leben und nicht in Frage stellen, kriegt das so was Statisches. Und das ist nicht mein Lebensweg. Und deswegen, glaube ich, kommt es dazu, dass wir scheinbar manchmal in so Widersprüchen sind, so, ah ja, nee, ich habe das gerade abgelegt und jetzt mache ich endlich mein veganes Kochbuch zum Beispiel oder jetzt sind wir in Füssen, okay, da gibt es halt die Brezel zum Yoga, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass wir viel Zeit verschwenden sollten im Leben mit Widersprüche anzuprangern, sondern man kann die auch einfach leben und stehen lassen und dann gucken, kann das Bewusstsein kreieren, einen gemeinsamen schönen Raum, Liebe, so diese Schlagwörter, die, wenn die nicht nur hohle Phrasen sind, einfach sehr bereichernd sind fürs Leben. Schön. Ja, und auch die Identifikation abzulegen und die Überzeugung. Weil wenn ich in einer Identifikation bin und in einer Überzeugung bin, dann kann ich die Dinge oft gar nicht so klar sehen oder spüren, was ist wirklich gut für mich. Und dieses permanente Hinterfragen von mir selber, für mich ist vielleicht gestern Yin-Yoga als Beispiel. Es war ja gestern. So ungefähr. Ja, so, für was braucht man Yin-Yoga? Ich weiß noch, wie ich vor einem Jahr geredet habe. Dann habe ich es aber ausprobiert und gemerkt, was für einen tollen Effekt es auf die Menschen hat, die ja permanent in ihrem Film rennen, also viele, ich auch, lange Zeit.
Und dann dieses wirkliche Abschalten. Und heute unterrichte ich 3-4 Mal die Woche Yin-Yoga und ich liebe es. Also für was mich dann lange damit beschäftigen, dass ich es nicht gut fand, sondern hey, dann lebe ich das und mache das. Und morgen kann es vielleicht gut sein, dass ich, keine Ahnung, Spagat unterrichte, auch wenn ich selber keinen kann. Kann man es ja trotzdem ein bisschen aber, ja. Ja, einfach zu gucken, okay, was ist dran und dann machen. Und dann lernen. Ich meine, Fehler sind ja dazu da, um zu lernen. Schön. Ja, toll. Und ihr habt jetzt vorhin ja schon angedeutet, Kai, dass da noch viel Buntes kommen wird. Könnt ihr so einen kleinen Sneak Peek geben? Gibt es da irgendwas, wo ihr schon irgendwie was sagen könnt? Für die kommende Zeit sagen dürft. Ihr arbeitet ja auch mit Manfred schon zusammen, so, und Niki. Ich habe die beiden ja auch kennenlernen dürfen und die sind ja, vor allem Manfred, so wirklich ja super Professionals. Das macht Spaß. Ja, ich meine, er hat sein erstes Event gemacht, da war ich 2. Ich bin ja auch nicht mehr 12. So Sneak Previews so direkt würde ich gar nicht so raushauen wollen, weil nächstes Jahr, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir sind optimistisch, aber wir werden mal nicht so viel ankündigen, was sich vielleicht in anderer Form kreieren wird durch Maßnahmen etc. Aber dein Kochbuch. Aber das Kochbuch wird auf jeden Fall erscheinen. Das wird ein ganz tolles Projekt. Dann haben wir, was auch sehr bunt ist, verschiedene Kooperationen mit Hotels angefangen, mit verschiedenen Retreat-Formaten. Also wir haben nächstes Jahr 4, 6, 7 Retreats sogar jetzt schon geplant und haben noch ein neues mit Neue Wegereisen, was kommt. Alle im schönen Allgäu. Alle im schönen Allgäu, also, eins in Korfu. Oh ja, eins in Korfu, natürlich. Korfu ist auch sehr schön. Also die Idee, auch der Lage geschuldet, ist halt auch kleinere Events zu machen. Und aber auch trotzdem dieses Festspielhaus am Forgensee in Füssen wirklich nochmal zu zelebrieren. Also, okay, ich kann es nicht ganz zurückhalten, auf jeden Fall wollten wir schon noch ein bisschen, wenn es dann erlaubt ist, das Thema Tanzen mit reinbringen, mit Yoga zusammenbringen, im Sinne von, okay, kann man so eine elektronische Party vorwegschieben und dann vielleicht so eine Yoga-Afterhour über 2 Tage? Oder wie kann man noch mehr musikalische Verbindung schaffen zwischen Yoga und Musik? Und ja, das wird noch einiges hervorbringen. Und konzeptfrei ist halt so. Also klar haben die Events ein Konzept, nur dieses Offensein und zu spüren, okay, was ist jetzt gerade dran? Und dann wirklich keine Grenzen gesetzt und dann zu gucken, okay, was machen wir draus? So, und das finde ich ist super schön und auch hier gerade im Allgäu ist es einfach ein Traum. Also wir sind ja jetzt, wie viele Monate? 6? Seit Februar auf jeden Fall und es ist einfach wirklich traumhaft hier zu leben und hier auch die Events dann zu kreieren. Ich meine, es kommt ja auch ganz natürlich, ne? Wir sind gar nicht groß auf der Suche und es kommt einfach, also machen wir es. Ich meine, wir arbeiten ja mit dem Resonanzprinzip, das ist dann die faktische Umsetzung. Ja. Wir sagen ja immer so auch im Coaching-Bereich und mit Gruppen, hey, das, was du ausstrahlst, kommt. Und natürlich ist es für uns auch sehr inspirierend, wenn es sich dann in echt zeigt. Das heißt, man zieht irgendwo hin, plötzlich sagt jemand, hey, willst du das Festival machen? Oder die Wohnung allein schon. Ja, hier ist plötzlich die Wohnung, die ist eigentlich gar nicht zu vermieten, aber hier habt ihr sie einfach. Also so, wir haben ganz, ganz viele tolle diese Erfahrungen gemacht hier im Allgäu und sind unter anderem auch deswegen hier. Und ein Stichwort war natürlich noch Natur. Also wir werden viel mit Natur arbeiten, mit Naturmeditation, mit dem Erleben dieser Gegend auch in Kombination mit Yoga, weil das uns selbst einfach auch gerade sowas von flasht immer wieder. Ja, die ist ja zum ersten Mal im kalten See. Das hätte ich noch nie von mir gedacht, dass ich das schaffe. Vor 3 Tagen? Ja, mit euch. Ja. Also 9 Grad, das hätte ich. Boah, das war richtig cool. 9 Grad ist jetzt nicht so kalt, aber für mich war es schon... Also für mich ist das auch Eisbaden. Ja, das wird noch mehr. Schön, ja, voll geil. Also für alle, die die beiden noch nicht kennen, ihr seid quasi so in Deutschland, gerade so wie ich es wahrnehme, alle für alles, was so ein bisschen abgespaceder ist, aber dadurch auch lebendiger eigentlich, gerade so zuständig im ganzen Yoga-Business und auch bekannt. Und ja, wo kann man euch denn, wenn man jetzt irgendwie mehr über euch herausfinden will, wo kann man denn bei euch noch mehr über euch herausfinden? Habt ihr irgendwelche Webseiten oder... Ja, wir haben eine Webseite, flowingart.de, also flowing, wie das Fließen, die Kunst des Fließens sozusagen, das steckt ja auch hinter unserer ganzen Idee und dem, was wir vermitteln wollen, ist eben dieses Kunst des Fließens, den Moment nutzen und gucken, okay, wo geht's hin? Und da sind wir natürlich immer wieder dran, die abzudaten, wie das halt so ist, wenn man viel macht und unterwegs ist. Also wir geben uns größte Mühe, das immer sehr... Ich habe gestern Nacht gerade wieder einen Text umgeschrieben, also ja, tatsächlich flowingart.de und auf Instagram und Facebook natürlich.
Ja, sonst auch wenn man unseren Namen googelt oder sowas. Also man findet uns schon so nach und nach jetzt über die Jahre immer mehr. Und ja, also wenn ihr jetzt zuguckt und Interesse habt, schaut auf die Homepage. Schnappt euch Verlinkt ihr auch unten rein. Ja, schnappt euch ein Coaching mit uns. Auch das ist höchstgradig interessant, habe ich mir sagen lassen. Oder schreibt uns einfach so. Ja. Oder wenn ihr verrückte Projekte vorhabt, wo Leute sagen, nee, das kann man nicht machen, fragt uns ruhig. Vielleicht kann man es eben doch machen. Also wir sind da ganz offen und immer wieder bereit, neue Menschen und Projekte kennenzulernen. Auch. Oh, schön. Habt ihr noch irgendeine Grundmessage, die euch auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, hey, die darf jetzt raus in die Welt? Ja, nehmt euch nicht zu ernst. Ja, ich meine, Leben ist kurz, Drama ist immer irgendwo da. Das hilft mir selbst am meisten. Ab und zu mal inneres Schultern zucken, nennt man auch Meditation. Du kannst es auch ganz anders nennen, aber das ist schon wertvoll. Absolut. Und immer wieder hinterfragen. Hinterfragen, alles hinterfragen. Und Spaß haben. Spaß im Hinterfragen, während man sich nicht selbst zu ernst nimmt. Spaß haben und das Spaß haben hinterfragen ist auch voll okay. Schön. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Sehr gefreut, hier auch an diesem wundervollen Ort. Ja, voll. Das ist echt geil. Ich wünsche euch ganz viel Freude, einen ganz wundervollen Tag. Ich verlinke die beiden auch unten noch in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch einen nach unten. Ist auch okay. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, haut es in die Kommentare oder schreibt uns direkt an. Ansonsten ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ciao.